Hätte ich jetzt bloß einen Panzer. Mit einem 3D-Drucker kannst du dir einfach selbst einen Panzer ausdrucken. Zum Beispiel einen Jagdpanzer Marder 3, Ausführung M aus dem Zweiten Weltkrieg, der auf dem Fahrgestell des Panzerkampfwagens 38T gebaut worden ist. Aber auch andere Modelle sind möglich, je nachdem, was man im Internet findet oder vielleicht sogar selbst zeichnet. Mit einem 3D-Drucker kannst du sogar noch viel mehr machen. Zum Beispiel eine Frau beglücken. Oder, wenn du weißt, wofür sich dein Kind interessiert, ist es einfach, ihm eine Freude zu bereiten. Zum Beispiel, wenn es Harry Potter mag, kann man irgendeine Figur aus den Büchern ausdrucken oder sogar das Schloss Hogwarts. Ich habe mich jedoch für den Hauselfen Dobby entschieden. Es ist eine markante Figur in Harry Potter, die für den einen oder anderen Schmunzler sorgte. Und wenn du mir jetzt sagen willst, aber ich kenne mich nicht aus, wie geht denn sowas? Werde ich es dir jetzt erklären. Ich habe mich für den Artillerie Sidewinder X2 entschieden. Der 3D-Drucker Artillerie Sidewinder X2 ist spielend leicht zum Zusammenbauen. Rahmen zusammenstecken, Schrauben festziehen, diese sind sogar schon vormontiert, Kabelstecker zusammenstecken, fertig. Zum Drucken braucht man noch den Werkstoff, Filament genannt. Es gibt eine große Auswahl. Ich werde die, die ich benutze, unter dem Video verlinken. Beim Artillerie Sidewinder X2 legt man die Rolle einfach von oben auf diese Vorrichtung. Danach muss das Filament durch den Schalter geführt werden. Beim ersten Start führt man, wie in der Anleitung beschrieben, das Auto-Leveling durch, damit der Arbeitstisch den richtigen Abstand zu der Düse hat. In der Anleitung ist alles wunderbar beschrieben in gutem Deutsch. Der letzte Punkt wurde von mir gefunden bei meiner Recherche im Internet. Das lässt das Gerät auch nach einem Neustart die Auto-Leveling-Ergebnisse berücksichtigen. Wie druckt man also? Ich suche mir erst etwas aus, was ich drucken möchte. Zum Beispiel ein Panzermodell. Lade es runter, schaue, dass es kostenlos ist. Nach Möglichkeit, wenn nicht, dann zahle ich auch ein bisschen was ein. Ist ja kein Problem. Lade es runter und schmeiße die SLC-Datei in das mitgelieferte Ultimaker Cura-Programm. Dieses Panzermodell besteht aus mehreren Dateien. Der Kanone, der Wanne, des MG und der Turm. Diese müssen in dem Programm jetzt angeordnet werden. Das ist praktisch jetzt die Arbeitsplatte und hier platziere ich die Teile mit etwas Abstand voneinander, damit der Drucker diese ungehindert drucken kann. Nicht zu weit auseinander sollen sie liegen, sonst muss der Druckkopf zu lange Wege zurücklegen. Bei solch komplexen Formen empfiehlt es sich auch, die Stützstrukturen zu aktivieren. Man kann auch die Größe skalieren, beliebig, je nachdem wie groß es der Arbeitstisch erlaubt. Und dann drückt man auf Slicing, somit werden die sozusagen die Wegepunkte für den Drucker berechnet und in eine Datei gespeichert. Diese kann dann auf den USB-Stick geladen werden. Dieser USB-Stick wird dann in den Drucker eingesteckt und von dort aus nimmt der Drucker dann die Dateien her, um die Modelle zu drucken. Die Stützstrukturen, die das Programm auch erstellt für komplexe Formen, kann man auch im Preview angucken. Das sind die türkisefarbenen Flächen. Diese müssen dann nach dem Druck manuell entfernt werden. Die lassen sich mit einer Zange und einem Schraubenzieher leicht demontieren. Es ist bei solch einer Form wie so einem Panzer eine Fummelei, die aber letzten Endes zum gewünschten Ergebnis führt. Der Artillery Sidewinder X2 ist sehr leise.
Der Lärmpegel übersteigt niemals 50 Dezibel, sogar wenn maximale Druckgeschwindigkeit von 150 mm pro Sekunde erreicht wird. Der Drucker kommt gut und stabil verpackt, lässt sich leicht aufbauen und schnell einsetzen. Die maximale Druckgröße beträgt 300 x 300 mm und 400 mm hoch. Mit etwas Einfallsreichtum kann man mit einem 3D-Drucker wirklich für jeden eine Freude bereiten, sogar für eine Katze. Aber mal ehrlich, das Wichtigste ist, dass man selbst Spaß damit hat. Und das ist mit Artillery Sidewinder X2 garantiert. Einfach in der Anwendung, ob Star Wars, Avengers, The Witcher, Harry Potter oder Panzer, was auch immer. Es ist für jedes Herz etwas dabei, was man ausdrucken kann und womit man Spaß haben kann. Ich habe hier natürlich einen Panzerkampfwagen 4. Ausführung H ausgedrückt. Das ist ein Panzer, der bereits zum Ende des Zweiten Weltkrieges eingesetzt worden ist, mit sozusagen mit diesen Schottungen, also zusätzliche Schottungsschutzplatten an den Seiten, am Turm, an der Wanne versehen worden, um den Panzerschutz zu verbessern. Und hier habe ich einen Marder 3 Ausführung M ausgedruckt. Das ist auch eine Maschine, die auf der Basis des Panzer 38T gebaut worden ist. Hier wurde der Motorraum nach vorn verlagert und der Kampfraum lag hinten. Als Kanone kam die deutsche Pak 40 zum Einsatz oder die sowjetische Beutekanone F-22, die in der Wehrmacht die Bezeichnung Pak 36 in Klammer R bekam. Es waren äußerst leistungsstarke, aber auch verwundbare Panzerjäger, da sie erstens einen offenen Kampfraum hatten und zweitens eine dünne Panzerung bei hohem Aufbau besaßen, was sie verwundbar machte. Der amerikanische schwere Panzer M6, der aus der Idee entstamm, einen Flugzeugmotor einzusetzen, der viel Leistung bot, aber die hohe Bauweise machte den Panzer sehr groß, was ihn sehr schwer machte durch diese hohe Bauweise des Motors, der umpanzert werden musste. Dadurch war der gesamte Panzer viel zu schwer, obwohl er gar nicht so viel Panzerung besaß. Das Aus für diesen Panzer war einfach sein hoher Preis und seine hohe Komplexität, wobei man hier noch rumexperimentiert hat mit verschiedenen Antriebskonzepten. Was mir demnächst noch in den Sinn kommt, das werde ich mir alles noch ausdrucken. Das ist zum Beispiel die Su-152, die eine Selbstfallerfete auf der Basis des KW-Panzers war. Die wurde später durch die ISU-152 abgelöst, die auf der Basis von dem IS-Panzer war. Und das war eine Selbstfallerfete, also Sturmfallerfete, die als Artillerie sowohl auch als Jagdpanzer fungieren konnte. Dann kommt mir noch in den Sinn ein T-28, ein mittlerer Panzer, der noch vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt und gebaut worden war. Sein Kampfdebüt stellte der Winterkrieg gegen Finnland dar. Da wurde er zum ersten Mal eingesetzt, wobei gleich festgestellt wurde, dass er zu wenig Panzerung besitzt und die bereits beschädigten Maschinen, die wurden ins Werk zurück eingezogen und aufgewertet mit zusätzlicher Panzerung versehen. Da kam dem Panzer die Bauweise zur Geltung, dass der leicht repariert werden konnte, obwohl er eine dünne Panzerung besaß. Er konnte leicht repariert, geflickt und aufgebessert werden. Das Fahrwerk hatte auch genügend Reserven, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Also so viel zu meiner ersten Erfahrung mit einem 3D-Drucker. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Alle Links dazu unter dem Video in der Beschreibung. Bitte nutzt sie und holt euch diesen Drucker. Er ist genial. Leise, schnell, große Arbeitsfläche und einfach effizient. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.